Ja, bitte. Guten Tag. Tag auch. Sie möchten eine Tür eingebaut haben? Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Fertig. Wie angegossen. So, das war's. Sieht so richtig geschmeidig aus, wie so ein Pudding oder so. Ja, schmeckt auch so. Dann muss ich aber auch mal unbedingt alles bei euch gucken. Hier, guck mal, das ist wirklich interessant. So Leute, heute wird es mal richtig praktisch, denn ich habe einen Gast auf unserem Kanal, Dirk, von Dirks Trockenbau- und Handwerkerkanal. Und wir bauen jetzt eine Eingangstür ein. Bleibt unbedingt dran. Wir stehen jetzt hier vor einer Eingangstür, die wir schon rausgekloppt haben, und zwar in dem ersten Teil von unserer Kooperation hier, und zwar auf Dirks Kanal. Guckt unbedingt zuerst das Video und dann kommt ihr wieder zu uns, denn da ist Step 1 und dann kommt bei uns jetzt Step 2 und wir bauen jetzt die neue Eingangstür ein. So machen wir's. Du musst mich auf jeden Fall da durchführen, weil ich habe ja gar keine Ahnung. Danach kannst du's. Ja, das will ich aber mal wissen. Was ist der erste Step? Also hier ist die neue Türe. Wir müssen erstmal das Blatt aus dem Rahmen rausholen, weil diese Türen, die Eingangstüren, werden immer so eingebaut und auch Zimmertüren, dass nur der Rahmen eingebaut wird. Wenn man eine FH-Tür einbaut, zum Beispiel eine Feuerschutztür, ihr kennt das zum Beispiel von den Kellerräumen, da ist es so, dass man die Tür nicht rausholen kann, weil da so Bolzen drin sind und die werden mit Tür eingebaut. Aber jetzt vielleicht mal eine Frage, wo kriegt man so eine Tür her? Im Geschäft. Im Geschäft. Nee, also wir haben die online bestellt. Ich habe mich vorher schlau gemacht. Welche Türe ist gut? Was sind die Rezensionen von der jeweiligen Firma, und darauf kann man eigentlich gehen, und demnach habe ich die Türe dann bestellt. Aber was ist dir wichtig bei so einer Eingangstür? Also worauf hast du jetzt geachtet? Sicherheit, also die hat einen Dreifachverschluss, Dreifachverriegelung, und sie ist aus Alu. Alu ist das einzigste Material, was eigentlich total witterungsbeständig ist. Nimmt man eine Holztür, die verzieht sich, kann sich verziehen, eine Kunststofftür ist irgendwann nicht mehr weiß. Eine Alutür kannst du immer wieder abwischen und sie bleibt so, wie sie ist. Und hier mit Glas einmal so ein bisschen drin, dass man durchgucken kann? Genau, ein bisschen kann. Peppt das Ganze ein bisschen auf. Von der Gestaltung her haben wir übrigens schon mal ein Video gedreht, Top-Türenarten. Klickt mal hier oben in der Infocard vorbei. Mhm. Mit was für einem Preis muss ich da rechnen? Also ich würde mal sagen, gute Eingangstüren kann man ab 1.000 Euro... Ach so, schon für 1.000 Euro? Einrechnen, ja. Man kriegt auch Türen für 4, 5, 6, 7, 8.000. Die hat jetzt 1.400 Euro gekostet. Mhm. Ist schon ein gutes Mittelmaß. Da würde ich sagen. Musst du mir jetzt ansagen, was wir tun? Also auf jeden Fall von innen müsst ihr dann den Griff haben. Man muss die Tür ja aufmachen, da ist jetzt die Falle. So, dass man natürlich die Tür aufkriegt, braucht man einen Griff. Es ist immer ein Notschloss meistens unten verbaut, ein Zylinder. Den habe ich jetzt schon aufgeschlossen, damit beim Transport die Tür auch nicht aufgehen kann, weil sonst würde sie kaputt gehen oder sich verziehen. Deswegen macht der Hersteller immer ein Notschloss. Kannst du mal reingucken. Da ist so ein Kunststoffzylinder drin. Mit einem Kreuzschraubendreher kann man das drehen, so dass die Tür dann praktisch aufgeschlossen wird. Der Originalzylinder ist natürlich nie direkt drin, den muss man entweder selber besorgen oder mitbestellen, und deswegen macht man das. Okay, spannend. Die hat man auch noch nie so gesehen, wenn man das nicht ein- und ausbaut. Und oben ist der Vierkant, einfach rein, und jetzt kann man eigentlich die Türe aufmachen. Ah, okay. So, hier sind drei Imbusschrauben. Und die muss ich erstmal lösen. Und jetzt hast du dein Werkzeug hier und dann... Gut, das habe ich auch noch zu Hause. Was wiegt die, meinst du? Also sie ist jetzt schon nicht leicht, würde ich sagen. Die dürfte so um die 60, 70 Kilo haben, die Tür. Ui. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt rauskriege. Gib mir mal unten bitte den Keil. Dann tue ich den mal unter die Türe. Aha. Also die Zapfen waren jetzt sehr stramm hier drinne. Und ich war jetzt so schlau und habe natürlich unten einen Keil unter das Türblatt getan, hier runtergezogen. Ihr seht, jetzt kommt sie auch. Jetzt ist sie raus. Jetzt kannst du den Rahmen bitte zu dir ziehen. Dann stelle ich die Türe wieder hier, hier hin. Oh Gott. Ah, gut gefrühstückt, ne? Okay, jetzt haben wir das in die zwei Teile zerlegt. Ja, das ist halt jetzt der Rahmen. Der wird einzeln eingebaut. Hier sieht man jetzt auch ganz klar die Dreifachverriegelung, wo dann praktisch das Schloss, wenn die Tür abgeschlossen wird, wo das reinfährt. Und die alte hatte nur eins. Und da sieht man auch schon den Unterschied. Jetzt gucken wir erstmal, ob der Rahmen überhaupt hier reinpasst. Fertig. Wie angegossen. So. Das war's. Video ist fertig. Also man muss auch vorher genau messen. Klar, wenn die Tür kommt, sie passt nicht, ihr habt die alte rausgeholt, habt ein Problem. Dann müsst ihr eine Tüte vor die Öffnung hängen. Ja, ihr seht schon, das passt also wirklich gut. Angefangen wird damit, dass wir im Rahmen vorbohren müssen, wo die jeweiligen Schrauben reinkommen. Das sind Fensterschrauben, die zeige ich euch gleich mal. Das sind diese hier. Boah.
Da braucht man also keinen Dübel mehr oder sowas. Mhm. Man bohrt mit einem Sechserloch durch den Rahmen und in die Wand rein. Und dann kommen nur diese Schrauben durch und fertig. Okay, aber bin ich gespannt, wie wir das jetzt da durchkriegen. Jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Weil der Rahmen innen ist schwarz, wir sehen also unseren Strich nicht. Ja. Oh, sieht man schon, ja. Sieht man aber, ne? Ja, sieht man gut. Man geht eigentlich immer aus den Ecken 10 cm auf beiden Seiten. Und das ist so eine Faustregel sozusagen? Ja, also das gibt dann dem Rahmen die gewisse Festigkeit, dass man sagt, das ist absolut ausreichend. Dann machen wir 60. Von dem Zehnerpunkt und da auch, also es kommt nicht auf einen Millimeter an. Ja, okay. Auf der anderen Seite zeichne ich das auch an. Und? 60. Gut. Wie lange dauert es jetzt, so eine Tür einzubauen, dass die Zuschauer das auch mal wissen? Also man kann eigentlich sagen, so eine Türe ist in 4-5 Stunden mit Ausbau und Einbau fertig. Es kommt immer darauf an, wie oft hat man es schon gemacht. Mhm. Okay. So, dann bohren wir jetzt mal die Löcher. Man braucht hier einen Akkuschrauber. Das ist ja ein handelsüblicher Akkuschrauber, ne? Das ist jetzt nichts... Oder ist das ein spezieller? Nein, das ist ein ganz normaler Akkuschrauber. Ich habe mir jetzt hier so ein Holzbrett geholt und da kann man dann den Rahmen drauflegen. Mhm. Und es ist natürlich besser, wenn man bohrt. Dass man das wirklich fest auf dem Boden macht. Genau, dass ein Widerstand da ist. Ich ziehe mir trotzdem meine Sicherheitsbrille an, falls es irgendwie spritzen sollte. Ja, ich mache das mal mit, weil Sicherheit geht vor, was? Genau. So, da sind wir durch. Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so geschmeidig ist. Ne? Ja. Mitte vom Rahmen. Jetzt drehen wir einmal die Türe. Der ist schön leicht, ne? Ja, der geht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man eine Tür eindichten kann. Es gibt das sogenannte Kompriband. Es gibt auch so Lappen, die kennt man auch, wenn man Wannen oder Duschwannen eindichtet. Die werden mit eingeputzt, aber weil ich hier keine Einputzmöglichkeit mehr habe, weder außen noch innen, nehme ich halt dieses Kompriband. Ja. Dieses Kompriband ist ein Schaumstoff, der geht 20 mm auf, also der quillt und drückt dann praktisch hier in die Unebenheiten rein. So, dass der Dichtigkeitsanschluss auch gegeben ist. Mhm. Das heißt, das kleben wir jetzt hier so rein? Genau, das ist selbstklebend. Und wie aktiviert sich dieser Schaum? Der geht jetzt nach der Zeit, geht der einfach auf. Weil das jetzt hier auf der Rolle gepresst war, das war eingepackt. Mhm. Dann drückt das alles zusammen. Und sobald jetzt kein Widerstand mehr da ist, geht der auf. Wenn du möchtest, kannst du das halten. Ich fange direkt mit oben an. Dann brauchen wir die Tür gleich nur einmal zu drehen. Ah, das ist schlau. Und du klebst das jetzt aber relativ mittig. Ich klebe das jetzt in der Mitte drauf, ja. Wir können ja da nachher durchbohren. So, dann drehen wir das jetzt mal. Ja. Gut, du hast die wichtigste Tätigkeit. Absolut. Das ist ja jetzt schon eine recht moderne Tür. Was ist, wenn ich jetzt so... eine antike Tür liebe und vielleicht irgendwas finde auf irgendeiner Internetseite und möchte die einbauen, das ist schon schwieriger, oder? Ja, sie muss halt passen und das manchmal zu finden ist gar nicht so leicht. Ja, viele Faktoren und alte Türen haben natürlich auch keinen Wärmeschutz. Gut, und Sicherheitsaspekt ist da wahrscheinlich auch schwierig. Genau, das kommt auch noch dazu. Und man kann auch alte Türen auf Sicherheit umbauen mit neuen Beschlägen und. Aber das ist so teuer, diese Beschläge, dann kann man sich auch eine neue Tür holen. Falls ihr noch mehr Fragen habt zu Türen generell, dann schreibt die gerne mal in die Kommentare. Dirk beantwortet bestimmt auch gerne mit. Aber natürlich. Und jetzt hast du was Neues ausgepackt hier. Das ist ein Dichtkleber. Der muss unten an die Schwelle, also das ist der Boden von der Türe praktisch. Und den spritze ich jetzt hier unten drauf, damit wir eine Dichtigkeit haben, falls mal Wassereintritt sein sollte von außen. Ich nehme halt, wie gesagt, hier so einen multifunktionaler Kleber und Dichtstoff. Da müsst ihr mal im Baumarkt gucken, was es da gibt oder euch beraten lassen, weil das kann man so nicht sagen, was ihr da am besten nehmen sollt. Ich spritze das jetzt erstmal auf den Boden, so dass wir da die Türe auch dicht anschließen können. Ja, ihr seht auch schon, dass ich hier den Fliesenbelag habe. Die Türe war früher mal ganz anders drin und das ist aber kein Problem, das hier so einzubauen. Ich dichte das dann von außen und von innen komplett nochmal ab und dieser Kleber hier, der macht einfach alles dicht. Sieht so richtig geschmeidig aus, wie so ein Pudding oder so. Ja, schmeckt auch so.
Das heißt, wir verstreichen das jetzt nicht. Das ist so in Ordnung, wie es jetzt da eingefügt wurde? Nee, so. Also das ist dann eine Wulst, dass praktisch der Rahmen jetzt da richtig reindrücken kann. Okay, gut. Dann die Seite muss hoch. Dann müssen natürlich die Bänder innen sein. Ja. Also hier die Bänder, weil wenn die außen wären, dann wird die Tür verkehrt rum aufgehen. Mhm. Und ihr müsst natürlich auch gucken, wenn ihr eine Türe kauft, welchen Anschlag hat die? Also das ist jetzt DIN rechts. Das heißt, wenn man im Raum steht und die Türe geht nach innen auf, ist das DIN rechts. Wenn die Tür andersrum aufgehen soll, ist DIN links. So, und jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Türe irgendwie ein bisschen fixiert kriegen. Mhm. Du kannst ja vielleicht die Hand anlegen, dass der Rahmen nicht nach innen reinfällt. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder mit Keilen oder mit den Unterlegkeilen aus Kunststoff. Glasklötze nennt man die auch. Die kann man auch hier dann reinstecken. Hier in der Situation mache ich das jetzt mit Keilen. Wir gucken erstmal, wie jetzt überhaupt die Türe steht. Mein Team hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Lasst uns mal einen Daumen nach oben da, Leute. Für so coole Videos mit Dirk. Vielleicht machen wir ja noch mal eins mit Dirk, wenn ihr euch das wünscht. Dann gucke ich jetzt einmal hier oben. Mhm. Das ist auch so eine Hightech-Wasserwaage. Ja, das ist eine Hightech-Wasserwaage. Praktisch. Das sind 0,1. Das ist gar nichts. Das heißt, die steht eigentlich... Perfekt. Also ich merke schon, diese Holzscheite auch im ersten Video sind schon wichtig. Ne? Dass man nichts beschädigt. Die Keile. Keile heißt es, ne? Ja, weil das ist Hartholz. Und die kannst du eigentlich immer benutzen für alles. Ich fixiere das erstmal grob und danach gucken wir dann mit der Wasserwaage, wo es noch ein bisschen Probleme gibt. Ja. Die steht sehr gut. Steht auch sehr gut. Was soll ich da noch sagen? Perfekt vorher gearbeitet. Ja. Würdet ihr euch zutrauen, so eine Eingangstür selber ein- und auszubauen? Schreibt das mal. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Dirk nicht hier hätte, ich würde es mich niemals trauen. Ich hätte immer Angst, dass ich die Wände komplett kaputt mache. Aber was kann im schlimmsten Fall passieren? Dass du keine Tür drin hast und nachts ohne Türe da stehst. Ne? Ich meine, jetzt gibt es ja das Step-by-Step-Video hier. Also. Genau. Ja, jetzt können wir eigentlich schon mit der Bohrmaschine in den Löchern, die wir da eben vorgebohrt haben, können wir jetzt schon reingehen und schon unsere Rahmendübel bzw. Fensterschrauben setzen. Bei den Fensterschrauben immer mit 6 mm Bohrer vorbohren und dann diese Schraube hinterher, weil die dicker ist als diese 6 mm und die frisst sich selber in dieses Loch rein. Okay. So, dann bohren wir erst unten. Dann setze ich unten die erste Schraube. Die hat jetzt schon richtig gepackt. Da kommen dann nachher noch Hütchen drüber. Ich überprüfe nach jeder Schraube einmal noch, ob der Rahmen sich verzogen hat. Genau. Ja, hier in der Mitte zieht er gleich noch ran. Das kann man dann auch mit den Schrauben variieren, dass man noch ein bisschen fester zieht. Das geht alles. Dann bohren wir jetzt erst hier die ganze Reihe. Wunderbar. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo viele Fehler passieren, oder? Wenn man dann das nicht überprüft und dann ist es nachher schief. Genau. Wenn es schief ist, dann kann die Türe nicht mehr gerade schließen. Ne? Das ist das Problem. Und wirklich nach jeder Schraube einmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Theoretisch kann man jetzt schon die Türe einhängen, um zu gucken, ob das jetzt von der Höhe her und alles ganz genau stimmt. Weil wenn du jetzt alles fest bohrst, auch auf der linken Seite, dann kann es sein, dass die Türe, das Spaltmaß nicht stimmt. Deswegen würde ich sagen, wir hängen die Türe jetzt gleich mal ein und gucken, ob es auch schließt. Gut, jetzt 60 Kilo. Ich muss dann innen rein. Zuerst oben immer ist wichtig. Ja. Hängt auch irgendwie. Ah, jetzt. Warm. Ich wollte gerade sagen, es ist ganz andere Temperatur hier drin. Also sie schließt sie schon schließt. Sehr gut. Macht man auch irgendwelche Tests, ob das dann wirklich alles so luftdicht ist oder ob irgendwo noch was durchkommt oder so? Ja, das ist immer die Frage. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Altbau hat und hat alte Fenster, hat man immer eine Luftzirkulation in den Häusern. Wenn du die Fenster wechselst, ist alles dicht. Und dann haben die meisten Leute wirklich Schimmelprobleme. Auf manchen Baustellen werden Fenster eingebaut im Neubau für zigtausende von Euros. Anschließend, wenn die Fenster drin ist und der Blower-Door-Test ist abgeschlossen, alles ist dicht, werden 10 cm der Dichtung rausgeschnitten, dass wieder eine Belüftung ist.
Oder du musst halt wirklich dreimal am Tag lüften, was die wenigsten können, weil sie halt arbeiten zu Hause sind. Ne? Ja, außer das wird im Smart Home Bereich noch stärker. Smart Home haben wir auch schon mal eine Reportage drüber gedreht. Und über Luftdichtheit auch und Blower-Door-Test hast du eben angesprochen. Haben wir auch schon eine Reportage gemacht. Was wir alles schon gemacht haben, habe ich euch alles verlinkt. Dann muss ich aber auch mal unbedingt alles bei euch gucken. Hier, guck mal, das ist wirklich interessant. Und ich habe jetzt hier einen Millimeter, kannst du hier sehen, in dieser Kante. Oben sind wir jetzt bündig, ja, und hier nicht. Und unten nicht. Der Rahmen ist aber gerade. Habe ich mit der Wasserwaage ja überprüft und ich verlasse mich eigentlich auf meine Wasserwaage. Das heißt, hier an den Bändern kann man nicht immer noch nachstellen. Wenn ich jetzt hier dran drehe, kommt die Tür noch ein bisschen rein, so dass hier der gleiche Schlitz entsteht. Und das hier ist jetzt ein Scharnier, oder wie nennt man das? Ja, das ist ein Scharnier. Gibt es da bestimmte, die man präferiert, oder sagst du, es gibt immer so Standardmodelle? Gibt es da Unterschiede? Das ist immer von Hersteller zu Hersteller verschieden. Ne? Es gibt auch Türen, die du gar nicht einstellen kannst. Die sind fix, da muss der Rahmen stimmen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, an drei verschiedenen Stellen die Türe einzustellen. Also ist das schon praktischer eigentlich? Da habe ich dann auch vorher beim Kauf drauf geguckt, dass das zu machen ist, weil Temperaturschwankungen, Sommer, Winter. Und es kann sein, dass ich die Türe dann mal irgendwann hier nachstellen muss. Aber wenn die jetzt halt fest wäre, kann man es nicht. Und dann schleift die Tür halt. Ne? Ja, bitte. Guten Tag. Tag auch. Sie möchten eine Tür eingebaut haben. Sehr gerne. Schön, dass Sie da sind. Ja, von außen habe ich jetzt auch geguckt. Ist auch dicht. Man muss halt auch das Spaltmaß, wenn die Tür geschlossen wird, von außen einmal gucken, ob die Tür wirklich gegen das Gummi drückt. Mhm. Und das tut sie, weil an dem vorderen Teil kann man natürlich nichts mehr einstellen. Ja. Außer hier an der Falle. Die kann man nach innen und nach außen drücken, wenn man diese zwei Schräubchen hier losmacht. Das heißt also, der Schnapper geht hier hinter und theoretisch, wenn man das was verstellt, zieht die Tür noch mal fester dran. Geht dann aber auch schwerer zu, klar. Ja. Und das heißt, von außen sieht auch alles gut aus soweit? Wunderbar. So, ich überprüfe jetzt aber noch mal, bevor wir hier dübeln. Es fehlt ja noch die zweite Reihe mit den Schrauben. Das sieht gut aus. Ist auch viel Kontrolle bei so einer Arbeit, oder? Das ist mit das Wichtigste überhaupt. Ne? Also wenn sie fest ist, ist sie fest. Aber selbst das Ausbauen wäre jetzt nicht so schlimm, weil die Schrauben sind wieder rausschraubbar. Wenn sich mal einer vertun sollte, also ist nicht so tragisch. Ist halt mehr Arbeit. Ne? Ja. So, dann fange ich auch wieder unten an zu bohren. Die Keile sollten fest sitzen, wenn man bohrt. Und die bleiben auch drin, jetzt solange wir hier arbeiten? Solange wir hier arbeiten, ja. Ich hole die aber später wieder raus. Da bröckelt mir ein bisschen der Putz weg, ist aber nicht schlimm. Wird anschließend beigeputzt. Da sieht man jetzt die Schraube, aber ich bohre jetzt nicht neu. Das wird nachher beigeputzt und dann ist das fest. Ah ja, klar. Ist ja wie Zement dann eigentlich. Genau. Ich überprüfe wieder. Ah, ich muss einmal noch so kommen. Hier muss ich gleich aufpassen, dass ich nicht zu tief komme mit dem Bohrer. Ja, sonst wäre ich vielleicht hinten in den Kabeln drin. Ne? Da muss man dann vorher auch gucken, ob da vielleicht irgendwas an Kabeln oder Leitungen laufen könnte. Wie ist das so, wenn du so handwerklich tätig bist? Hörst du dabei Musik oder magst du eigentlich dann die Ruhe und konzentrierst dich die ganze Zeit? Oder wie läuft das ab? Ich habe den ganzen Tag immer Radio an. Okay. Ist zwar immer lästig, die Wasserwaage zu holen und jedes Mal neu zu gucken. Aber mega wichtig, ne? Aber mega wichtig. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Wir gucken nochmal. Sehr gut. Bist du zufrieden? Ja. Ja. Ja, doch. Sehr gut. Die Tür noch ein bisschen nachstellen hier, dass die ein bisschen rüberkommt. So, das Compriband dauert eine Zeit bei den Temperaturen, bis das aufgeht. Und ich werde aber hier den Zwischenraum komplett ausschäumen, sodass die Tür von sich aus nochmal Halt kriegt und dass es halt dicht ist. Mhm. Unten drunter haben wir ja diesen Kleber gemacht. Das ist voll dicht. Von außen ziehe ich hier auch nochmal eine Silikonnaht, dass das hier dicht ist, dass kein Wasser hier drunter kann. Mhm. Und hier ist ja jetzt so eine klassische mit Schlüsseltür aufmachen, richtig? Richtig. Und da gibt es wahrscheinlich auch noch mehrere Varianten heutzutage mit Finger aufsetzen oder so. Fingerscanner. Ja, von Nuki zum Beispiel haben wir alles. Wir haben ein
Ein Fingersensorscanner, das sieht dann so aus. Den möchtest du auch noch einbauen zusätzlich? Der kommt auch dann wieder dran, das wird aber nicht heute passieren. Einfach Finger auflegen, dann fängt das an zu blinken. Von hier innen kommt auch ein Teil drauf, das ist auch in der Küche da. Und das würdest du auch so empfehlen, diese Kombination dann aus, also natürlich klassischer Schlüssel. Ja, es gibt mehrere Variationen, die du nehmen kannst. Ne? Also dieses Teil kommt dann hier innen auf die Türe drauf, auf den Schlüssel praktisch. Sitzt dann so, dieses Teil außen, Finger, und dann schließt dieses Teil praktisch den Schlüssel um. Ich finde es persönlich sehr gut. Du kannst es per App steuern. Ja. Du kannst aber auch sagen, wenn eine Freundin kommt, hör mal, ich habe meine Tasche bei dir vergessen, ich bin aber unterwegs. Ich mache dir gerade mal auf. Ja. Kannst du per App halt auch aufmachen. Ja, das heißt, wenn du es schon empfiehlst, dann könnt ihr euch das ja mal angucken, ob das was für euch wäre. Man kann auch oben noch, könnte man in den Rahmen auch noch zwei von diesen Schrauben setzen, nach oben hin, mache ich aber nicht. Ich schäume es nur aus. Mhm. Das hält mehr als genug. Das heißt, vom reinen Einbauen der Tür werden wir jetzt fertig und jetzt kommt der Feinschliff sozusagen. Dann kommt der Feinschliff. Das heißt, ich muss diese Ecken wieder ausbilden. Hier oben geht es ja so einigermaßen. Hier wieder einen neuen Eckschoner setzen, den wir ja im ersten Video abgerissen haben. Der kommt jetzt wieder dran, lässt sich nicht ändern, damit ich wirklich mit dem Rahmen hier abschließe. Dann kommen wir auch schon fast zum Schluss. Ne? Aber es geht natürlich nicht, ohne dass die Folie. Du uns hier die Folie noch abziehst. Die große Ehre habe ich jetzt. Ja. Ist schon 2,10 Meter, das merke ich schon, ja. Ja, das ist eine große Tür. Oh, das ist aber schön, es glänzt. Jetzt sieht sie schon fast fertig aus, ne? Ja, von der Tür her machst du jetzt ja vor allen Dingen die Außenseiten noch, hast du gesagt? Richtig. Alles noch picobello? Ja. Aber müssen wir jetzt noch was an der Tür machen? Ich werde das noch ausschäumen, damit es auch richtig dicht ist. Aber der Einbau war dann jetzt sogar schneller, als ich dachte, muss ich sagen. Das geht. Wenn man weiß, wie man es machen sollte, dann geht es eigentlich relativ fix, ja. Mhm. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese ganzen Tipps mitgegeben hast. Ich glaube, für euch ist da auch richtig viel dabei, was einfach super entscheidend ist, damit das auch wirklich gut sitzt und man nicht nachher Probleme hat. Ja. Also, tausend Dank, dass wir dich ich mal hier besuchen durften. Ich habe auch zu danken, dass du geholfen hast. Ein bisschen. Ah, doch. Und schaut auf jeden Fall Teil 1 von dem Video, weil das ist ja der ganze Grundbaustein. Erstmal die Tür raus, jetzt rein und schreibt unbedingt mal, wie ihr das findet und ob ihr das mal auch zu Hause machen würdet. Ab zu Dirks Kanal, checkt den aus, abonniert ihn und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis bald! Dankeschön! Tschüss!